Bruder Sindualu, zweites Testspiel in der Cottbus 7:0 gewonnen beim FC Bad Liebenwerda. Sind Sie zufrieden heute? Ja, ein bisschen, also nicht zufrieden mit der Chanceverwertung, aber vom Spiel her, wir haben gewonnen, deswegen bin ich zufrieden, weil wir gewonnen haben. Ist ja bei Testspielen immer so, dass man schon schaut, wie viele Tore werden geschossen. Gestern 16, heute 7. Wie viel müssen es denn morgen sein, dass das Wochenende erfolgreich ist? Ach, ich glaube, wichtiger ist, dass wir eine gute Leistung bringen, dass wir auch uns lernen einzuspielen mit der Mannschaft. Und Ergebnisse, glaube ich, sind schon wichtig, aber auch nicht so wichtig. Einfach Tore machen, für die Offensive ist recht wichtig. Sie sind ja wieder zurück in Cottbus, waren mal als Jugendspieler beim FC Energie, jetzt beim SV Babelsberg gewesen. Was hat Sie dazu bewogen, nach Cottbus zu kommen? Ich glaube einfach auch die Perspektive, die Wucht der Mannschaft, Verein. Ich kenne ja alle schon, ich kenne die Stadt, ich kenne die Fans. Cottbus war mein allererstes Stadion, als ich klein war. Deswegen bin ich vollkommen überzeugt, dass es auf jeden Fall der richtige Schritt war. Welche Ziele haben Sie sich gesetzt, persönlich und mit der Mannschaft? Meine Ziele natürlich, der Mannschaft zu helfen und Saison erfolgreich zu beenden. Ne? Also komplette Mannschaft, komplette Verein will, glaube ich, nach oben. Hat sich, glaube ich, jeder verdient. Und Ihren Platz im Team, wie können Sie sich denn erkämpfen? Ist das ein großer Konkurrenzkampf? Ist eine Meistermannschaft, in die Sie kommen? Erkämpfen, wie soll ich das sagen? Ich glaube, ich bin zufrieden, wenn ich der Mannschaft helfen kann. Und wenn die Mannschaft mich braucht, bin ich da und andersrum genauso. Ich glaube, jeder ist dann wichtig. Wer spielt oder nicht spielt, wir sind eine Mannschaft. Das ist das Wichtigste.